Wir sind die Azubis der Schwab Versand GmbH mit unserer eigenen Modemarke Shigo. Mitte Juni haben wir den Auftrag von unserer Geschäftsführung bekommen, ein Shigo-Outlet hier in Hanau zu eröffnen. Nach zahlreichen Terminen und vielen Arbeitsstunden stand nach 3 Monaten auch endlich die Präsentation vor unserer Geschäftsführung an. Die Präsentation vor der Geschäftsführung war eine sehr ehrenvolle, aber auch anspruchsvolle Aufgabe, die wir aber alle gut gemeistert haben und die uns persönlich auch weitergebracht hat. Nachdem wir dann endlich das Go für die Umsetzung hatten, waren wir alle richtig motiviert, das gesamte Projekt mit vollem Engagement umzusetzen. Das bedeutete, in 4 Wochen mussten über 7000 Teile bewegt werden. Es mussten Kassenschulungen gemacht werden, es mussten Kassen überhaupt erstmal gekauft und eingerichtet werden. Es geht eben nicht nur darum, dass ein Fachbereich hier an so einem Projekt arbeitet, sondern dass viele Fachbereiche zusammenwirken dabei. Weil alleine kriegt man das nicht hin und nur gemeinsam kann man sowas auf die Beine stellen und umsetzen und vor allen Dingen in dieser Zeit. Und dieses Vernetzen und diese Initiative und die Leidenschaft dahinter und auch die Liebe zum Detail ist für uns dabei ganz wichtig gewesen. Wir haben den Ball ins Spielfeld geworfen, die haben ihn aufgenommen und haben jetzt hier aus einem wirklich klasse Projekt gestemmt. Wenn man sieht, wie sie da hinten arbeiten, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Leidenschaft sie das nach vorne treiben, von mir ein großes Kompliment dafür. Sensationell, was unsere Azubis hier geleistet haben, mit welcher Begeisterung sie rangegangen sind, um das wirklich in der Zeit, wie sie es vorgestellt haben und auch in der Qualität, wie sie es vorgestellt haben, heute zu eröffnen. Innerhalb kürzester Zeit hatten unsere ausgebildeten Studenten Gelegenheit, sehr komprimiert alle Ausbildungsinhalte abzudecken, die normalerweise 2 bis 3 Jahre dauern. Also wir haben super Auszubildende und Studenten, mit denen können wir noch Bäume ausreißen und da kommt noch einiges, davon sind wir überzeugt.